Ein interessanter Aspekt in den heutigen Beratungen des Unterausschusses Zukunft Stammstrecke war die Aussage der Landeshauptstadt München, dass bei der möglichen Fertigstellung der zweiten Stammstrecke erst einmal die erste Stammstrecke mindestens für ein Jahr saniert werden muss. Das würde bedeuten, dass vor 2039 überhaupt keine Verkehrsentlastung für die Münchner S- und U-Bahn-Fahrer sein wird. Das ist die Realität, wie bei uns Infrastrukturprojekte vorangetrieben werden.